Oft, wenn ich ein negatives Gefühl verspüre, versuche ich es unbewusst zu vermeiden. Ich versuche es zu unterdrücken oder mich abzulenken. Irgendwie ist die Idee entstanden, dass negative Gefühle nicht gefühlt werden sollten. Wenn ich jedoch in Momenten, in denen ich sehr bewusst sein kann, mir das anschaue, frage ich mich, warum? Warum soll ich es nicht fühlen? Warum ist es nicht okay, das jetzt zuzulassen? Durch die Jahre hinweg haben wir unbewusste Urteile über Situationen gefällt. Wir etikettieren viele Sachen entweder als gut oder als schlecht. Und alles, was von uns das Urteil schlecht bekommt, ist in unseren Köpfen zu vermeiden. Wenn wir uns in einer gegebenen Situation bewusst genug sein können, zu erkennen, dass diese Etiketten, die wir in unseren Köpfen gebildet haben, absolut zufällig und unbewusst entstanden sind, wird uns klar werden, dass wir in jeder Situation die Wahl haben. Es steht in unserer Macht, bewusst eine Aktion zu wählen, eine Wahl zu agieren und nicht zwanghaft zu reagieren. Ein Programm abzuspielen, das wir in der Vergangenheit gespeichert haben. In diesen Momenten, wenn diese Gefühle aufkommen, wenn ich nur bewusst genug bin, es zu erkennen, es zu sehen, in dem Moment, wenn diese Gefühle auftauchen und ich sie einfach zulassen kann, ich lasse sie einfach geschehen, ohne zu werten, ohne ihnen ein Etikett zu geben. Sie einfach zulassen. Diese Gefühle lösen sich dann einfach auf. Das Gefühl löst sich auf. Wenn ich das Gefühl einfach akzeptiere, ohne ein Urteil darüber, ohne mir eine Meinung darüber zu bilden, dann löst es sich einfach auf. Nun ist es schwer, sich immer bewusst zu sein. Und selbst wenn man es schafft, bewusst zu sein, hat man es vielleicht nicht in seiner Macht, das Gefühl zu akzeptieren. Bewusstsein ist etwas, das schwierig zu erreichen ist, wenn man seine Energien nicht auf einem hohen Niveau hat. Unser Leben, wie wir es erfahren, wie wir es wahrnehmen, wird von vier Dimensionen bestimmt. Unserem Körper, unseren Gedanken, unseren Gefühlen und unseren Lebensenergien. Diese vier Dimensionen erschaffen die Welt, in der wir uns selbst erleben. Wenn wir diese vier Dimensionen in unsere Hände nehmen, nehmen wir unser Schicksal in unsere Hände. Bei Yoga geht es darum, diese vier Dimensionen in deine Hände zu nehmen. Wir haben in vielen unserer Videos darüber gesprochen. Sieh dich einmal auf dem Kanal um. Wenn du dich intensiver mit deiner inneren Welt beschäftigen und an dir arbeiten willst, empfehlen wir die IMA Transformation Challenge. Die IMA Transformation Challenge ist der ultimative Leitfaden zu Wohlbefinden. IMA Transformation Challenge ist ein umfassender Kurs für persönliches Wachstum, der eine Veränderung in der Art und Weise bewirkt, wie du dein Leben, deine Arbeit und die Welt, in der du lebst, wahrnimmst und erlebst. Schau mal vorbei auf unserer Webseite imawelt.org. Wir freuen uns. Alles Gute!